Der Körper ist der Übersetzer der Seele ins Sichtbare. Das ist ein Zitat von Christian Morgenstern und so treffend für den Vollmond im Februar 24. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Solltest du mich noch nicht kennen, mein Name ist Annette, spirituelle Lehrerin und Astrologin. Wir haben am 24. Februar den nächsten Vollmond im Zeichen Jungfrau und zwar mittags um 13.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf guten 5 Grad. Dabei wird die Sonne im Zeichen Fische dem Mond im Zeichen Jungfrau gegenüberstehen. Fischezeichen, das ist dein feinstofflicher Körper und Jungfrau repräsentiert den physischen Körper. Es geht also um die Verbindung von deiner feinstofflichen Ebene und deiner physisch-materiellen Ebene. Du hast es sicherlich schon mal gehört, den Körper können wir auch bezeichnen als Tempel der Seele. Und als Tempel der Seele macht dein Körper dein Inneres, deine Seele sozusagen sichtbar. Im Zeichen Fische haben wir aber nicht nur die Sonne, sondern wir haben eine richtige Ballung am Vollmondtag. Also Sonne in den Fischen, Merkur in den Fischen. Der Saturn ist ja schon eine Weile in diesem Zeichen und auch der Zeichenherrscher selber, Neptun, befindet sich im Zeichen Fische. Es ist also gerade eine große Ballung dieser spirituellen Energie, der Energie von Mystik und von Stille und von Rückzug erkennbar. Wenn du dich mit diesen Welten beschäftigst, ist es aber ganz wichtig, immer zu gucken, mit was verbindest du dich eigentlich? Ich bezeichne das immer gerne so die Chefetage als die wahre Quelle allen Seins und mein wahres Selbst, dass ich mich damit verbinde und damit wirklich in Beziehung gehe. Denn wir haben auch unlichte Wesen und es ist immer die Frage, mit was verbindest du dich? Fische ist das Zeichen der Rückverbindung, aber mit was verbindest du dich? Auf der gegenüberliegenden Seite, bei der Spannung vom Vollmond, haben wir ja immer, wie gesagt, Sonne und Mond gegenüber, ist Mond im Zeichen Jungfrau und auch die Lilith ist bis Ende Juni im Zeichen Jungfrau. Und bei aller spiritueller Ausrichtung geht es also jetzt gerade auch bei diesem Vollmond darum, das Augenmerk auch auf deinen Körper, auf die physische, auf die materielle Ebene zu richten. Denn es geht nicht darum, in der spirituellen Welt sozusagen zu entfleuchen und immer wieder zu flüchten, wenn es hier irgendwie in der dichteren Ebene ein bisschen ja zu schwer wird, sondern trotzdem hier im Körper zu sein, hier wirklich mit beiden Beinen da zu sein. Und bei der Jungfrau-Energie geht es auch immer um das Natürliche, um die sogenannte göttliche Ordnung, kannst du ja auch universelle Ordnung nennen. Es geht um das Natürliche, um das nicht künstliche, um das Natürliche. Das hält die Jungfrau-Energie ganz stark nach oben. Ich habe neulich den Begriff Naivitätsentgiftung gelesen. Und den finde ich eigentlich gerade ganz passend. Also alles, was vielleicht einen naiven Blick bis jetzt auf die Welt gegeben hat, wirklich abzulegen und zu schauen, was ist denn wirklich, wirklich vorhanden. Der Körper ist deine Antenne. Dein Körper hat auch Fühler, sodass du nach außen schauen kannst und spüren kannst und fühlen kannst. Und du kannst diese Fühler aber auch nach innen richten. Über deinen Körper kannst du deine 5 Sinne, aber natürlich auch die Hellsinne mit reinnehmen in die Wahrnehmung. Der Körper erzählt dir deine Wahrheit auf Zellebene. Die Voraussetzung dabei ist aber, dass du wirklich gut in deiner Mitte bist und dass du nicht den Verstand sprechen lässt, weil der will uns ja oft schützen und vor Gefahren bewahren und redet viel uns ein aufgrund dessen, was wir früher mal erlebt haben. Wichtig ist natürlich auch, dass du ohne Rauschmittel unterwegs bist, sonst ist da die Wahrnehmung natürlich auch anders gefärbt. Und dass auch deine Gefühle nicht dominieren und dass auch nicht du zu sehr im Machen und Tun und Rödeln bist, weil dann ist es schwierig, wirklich zu hören, was dein Körper sagt. Also weder der Verstand
noch der Bauch ist hier für meine Begriffe gemeint. Denn ganz wichtig, es geht nicht darum, dein Bauchgefühl zu aktivieren. Denn vielleicht weißt du, in den unteren Chakren, da sitzen auch unsere Überlebenszentren. Da sitzen auch die niederschwingenderen Emotionen, gerade auch von Angst. Und Angst ist nie ein guter Ratgeber. Also das Bauchgefühl ist ganz was anderes, als wenn du in deinen Herzraum gehst, als wenn du dein Herz befragst, als wenn du in Einklang bist mit deiner Herzensstimme. Das ist eine ganz andere Ebene. Das braucht natürlich Achtsamkeit, das braucht natürlich auch Übung, auf die Signale deines Körpers zu hören, deine Körperintelligenz wirklich wahrzunehmen. Also nimm dich auch mal raus aus der Hektik. Gerade jetzt, wenn wir diese Fische-Energie, die Sonne in den Fischen haben, ist es eine perfekte Zeit, um wirklich auch in die Stille zu gehen, um in den Rückzug zu gehen. Denn der Lärm da draußen lenkt uns, lenkt dich davon ab, wirklich auf deinen Körper zu hören. Dein Körper spricht permanent mit dir. Die Frage ist nur, kannst du ihn hören? Kannst du es wahrnehmen? Das heißt, auch deine Seele schickt dir immer wieder Botschaften. Und da ist es so wichtig, hinzuspüren, weil die Seele spricht nicht laut und die Seele braucht auch nicht unbedingt Worte dafür. Das kann auch sehr subtil geschehen. Und viele von uns sind im Überlebensmodus. Ich hatte auch im letzten Beitrag von Mondknoten und Chiron über Trauma ganz viel erzählt. Und da geht es ja darum, dass wir rausgehen aus dem Körper, dass wir wirklich mit der Wahrnehmung im Außen sind und eben keinen guten Zugang haben, keinen guten Kontakt haben zu uns, zum eigenen Körper. Aber das ist so entscheidend. Die Verbindung zum eigenen Körper braucht es natürlich. Also wenn du dich nicht spürst, dann ist es natürlich auch schwierig, die Sprache deines Körpers zu verstehen. Und das ist hier ganz zentral. Und das kann man natürlich Stück für Stück auch üben. Und dazu will uns unter anderem dieser Vollmond im Februar auch einladen. Also nimm die Fühler nach innen. Schenke deiner Innenwelt, deinem Innenraum Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Du kannst es zum Beispiel über einen Körperscan machen. Es gibt auch Anleitungen da auf YouTube zu finden, wo du mal gucken kannst, was in dir spürst du überhaupt? Welche Region kannst du gut wahrnehmen und wo ist es vielleicht wie ein bisschen taub, dass du es gar nicht so richtig für dich eine Verbindung wahrnehmen kannst? Autogenes Training wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und es geht immer darum, weniger zu machen und dich auf dich selbst zu konzentrieren. Raus aus diesem Rödeln, Machen und Tun und mal in die Stille kommen, in die Ruhe kommen und deinen Herzraum erkunden. Denn dein Herzraum ist das Tor zu deiner höheren Wahrheit, zu deiner Weisheit, zu deiner Intuition. Auch Atemübungen können helfen und besondere Achtsamkeitsübungen können helfen, dass du immer mehr Zugang bekommst zu deinem Körper. Und dein Körper hilft dir ja auch bei Entscheidungen. Also wenn was ansteht, kannst du mal schauen, fühlt es sich weit an? Fühlt es sich lichtvoll an? Fühlt es sich leicht an? Oder macht es eher eng? Macht es eher zu? Ist es eher klein gefühlt und fühlt sich einfach nicht gut an? Du kannst auch schauen, so nach dem Motto, schreit jede Zelle in mir ja und ich spüre, das will ich machen. Da brauche ich gar nicht nochmal irgendwelche Fragen stellen, dass der Verstand Futter kriegt, sondern ich spüre das einfach mit meinem ganzen Sein, mit jeder Zelle. Wenn da überall sich ein Ja formiert sozusagen, dann kannst du dir recht sicher sein, das ist der Weg, da geht's für dich lang. Und achte auch darauf, wie fühlst du dich in der Gegenwart eines anderen Menschen? Fühlst du dich da leicht? Fühlst du dich weit? Hast du das Gefühl, du kannst gut bei dir sein oder verlierst du dich und bist mit der Aufmerksamkeit immer bei diesen Menschen? Dann kannst du auch mal schauen, was macht es hier in diesem Kontakt mit dir? Oder auch bestimmte Orte, bestimmte Plätze. Darauf kannst du auch ein bisschen achten. All das ist deine Körperintelligenz. Planet Jupiter macht jetzt einen ganz, ganz unterstützenden Winkel zum Vollmond, also zur Sonne und auch zum Mond. Jupiter ist immer so ein bisschen die Schatzkiste im Horoskop und dort, wo sie steht, können wir einfach sehr unterstützende und förderliche Energien erkennen. Also zum einen unterstützt Jupiter jetzt wirklich dieses in die Stille gehen und dort tief blicken, diese Fische-Komponente. Jupiter ist aber auch der Chef der Sinneswahrnehmungen, der Sinne, auch der Hellsinne vor allem, aber auch der Augen und des Hellsehens, also des Gewahrseins, unterstützt also fantastisch die Wahrnehmung und das Bewusstsein für den eigenen Körper, Jungfrau-Energie.
also das Körperbewusstsein, die Selbstwahrnehmung und die Weisheit deines Körpers wird jetzt sozusagen zum Vollmond nochmal richtig unterstützt, kosmisch betrachtet. Jungfrau Vollmond, der kosmische Rückenwind ist jetzt ganz klar erkennbar in Richtung Reinigung und Entgiftung. Die Vollmondzeit wäre jetzt fantastisch, um zum Beispiel zu fasten, um zu entgiften, die Leber zu entgiften, wie auch immer, um auf körperlicher Ebene was für dich zu tun. Aber wir sind ja ein Energiesystem, also auch energetisch zu reinigen. Da gibt es zum Beispiel auch immer wieder die Möglichkeit, und das ist auch ratsam, und das mache ich auch immer wieder, wenn du Kontakt hast mit anderen Menschen, immer mal wieder zu schauen, dass deine Energie komplett bei dir ist und die Energie des anderen auch wirklich bei dem anderen oder der anderen. Also da immer wieder schauen, dass die Energien dorthin fließen, wo sie hingehören, zum Beispiel. Auch immer wieder Gedankenhygiene zu betreiben und zu schauen, was denke ich eigentlich den ganzen Tag und passt es wirklich so für mich? Will ich das wirklich glauben oder ist es eine Vorannahme, die mir eigentlich nicht gut tut? Alle Gesundheitsthemen werden mit Jungfrau in Verbindung gebracht. Also Thema Ernährung, Thema Sport. Was tut dir wirklich gut? Was braucht dein Körper gerade? Also da hier mehr die Aufmerksamkeit darauf zu richten. Ordnung gehört auch zum Thema Jungfrau. Es kann auch gut sein, wenn du im Außen für dich Ordnung schaffst, putzt, aufräumst, Feng Shui-mäßig vielleicht das ein oder andere für dich aufstellst oder eben auch entsorgst, dass die äußere Ordnung sozusagen dafür sorgt, dass du auch in dir wieder eine Form von Ordnung und Klarheit gewinnst. Vielleicht auch Social Media mal gucken, müssen all die Kontakte wirklich sein? All die Chats, in denen du bist, all die Gruppen, in denen du bist, wie sehr tut dir das wirklich gut? Und ja, mit der Jungfrau-Energie geht es ganz viel um das Thema der Heilung. Wir haben im Vollmondhoroskop natürlich auch noch die Konjunktion von Mondknoten und Chiron. Die Wirkung geht ja bis in den April hinein. Dazu hatte ich ja einen extra Videobeitrag schon veröffentlicht. Kannst du gerne nochmal reinschauen, weil es gerade so zentral um unsere alten Wunden geht und gleichzeitig um die Energie der Heilung. Und auch dein Körper kann dir signalisieren, was du brauchst. Wie gesagt, der Körper ist der Übersetzer deiner Seele, der das Ganze sichtbar macht. Und wenn du Schmerzen hast, wenn es gerade irgendwo hier zwickt und zwackt, und ich habe mitbekommen, dass das bei mehreren gerade der Fall ist, dann schau mal, ob du hinspüren kannst, in diese eine Körperregion, in diese Stelle, um zu schauen, vielleicht kriegst du da irgendein Gefühl dafür, was dein Körper dir zeigen möchte. Und wobei vielleicht auch der Körper deiner Seele gerade hilft, etwas zu verarbeiten oder an die Oberfläche zu bringen. Also dein Körper hat mächtige Signale und da braucht es nicht immer Worte, das geht eben auch auf anderen Ebenen. Auch die Astromedizin kann hier helfen, denn wir können die Verbindung herstellen zwischen Horoskop und Körper. Und wenn immer wieder bestimmte Körperstellen sich melden oder bestimmte Symptome, dann kann man da auch im Horoskop nochmal näher nachgucken. Also wenn es zum Beispiel um Lunge, Bronchien, Atemwege geht, dann ist es die Zwillinge-Energie. Wenn es um Funktionsabläufe geht, vielleicht auch Stoffwechselgeschichten geht, dann ist mal interessant zu gucken, wie ist denn der Merkur im Horoskop gestellt. Wenn es Thema gibt mit Kopf, mit Migräne, Kopfschmerzen, kann man mal gucken, was macht denn der Mars im Horoskop und so weiter und so fort. Also auch da ist es ganz spannend und man kann dann nochmal Anhaltspunkte kriegen, was sagt mir mein Körper hier eigentlich gerade. Jungfrau-Energie ist auch ganz klar die Kraft der Natur, Kraftplätze, Kraftorte aufzusuchen, die Apotheke, die die Natur zur Verfügung stellt, zu verwenden, besondere Tees vielleicht jetzt für dich zuzubereiten, wirklich in die Natur zu gehen, da aufzutanken. Das ist auch eine Entsprechung jetzt für diesen Vollmond im Zeichen Jungfrau. Ja, und es geht darum, deinem Körper zuzuhören und auf deine Körperintelligenz zu bauen. Wenn du wissen möchtest, was die Sterne gerade zu dir und deinem Leben sagen, was für dich gerade dran ist, was für dich der nächste Schritt ist, oder du Unterstützung, Begleitung möchtest in deinen Heilungsprozessen, dann findest du in der Videobeschreibung den Link für ein kostenfreies Vorgespräch. Dann lass uns zusammen sprechen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.